Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir müssen hier nur noch schnell einen Kronenleuchter zum Schaukeln bringen mit dem Morgenstern, den wir im letzten Part gefunden haben. Und dann kommen wir an eine Schatztruhe ran. Wow! Boah! Alter! Boah! Ja, also hier geht's echt ab. Ich denke, das sieht man ganz gut. So, hier wieder hoch. Und dann müsste man mit dem richtigen Timing, was ich einfach... Alter! Was ist denn das? Aber dann müsste das doch eigentlich auch von hier gehen, oder? Weil warum sollte ich das Ding denn nur von unten anschaukeln können? Haha, ich mach's mir immer schwerer, als es ist. Joa. Und hier ist ein kleiner Schlüssel. Cool. Wow. Ah, und der verliert auch an Schwung. Also doch keine Invisible Energy, so wie ich gesagt habe. Auch wenn die Physik von dem Teil tatsächlich etwas komisch ist, aber gut, das ist ein Zelda, da wollen wir mal nicht über die Physik von dem Spiel reden. So. Mit dem Schlüssel kommen wir hier weiter. Und da gibt's auch noch eine Truhe. Oh Gott, das wird ja lustig. Oh Mann. Ja, dann schubst du mal erstmal das hier so an. Und dann... ja. Schön, dass ich was sehe. Ach, du bist ein Arschloch. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Wehe, wenn nicht. Ach nee, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder laufen? Weißt du eigentlich, wie dreckig du bist? Also ich bin mir sicher, du weißt es nicht, aber du bist echt dreckig. Ja, und es interessiert... Ah, doch, okay, es interessiert ihn. Das Problem ist nur, dass wir jetzt den ganzen Scheißweg nochmal hier hoch müssen. Eigentlich können wir uns auch hier gerade mal Suppe auffüllen. Ja, in Wind Waker war es halt Omi-Suppe und hier ist es halt Yeti-Suppe, ne? Aber lieber mal etwas mehr Vorrat mitnehmen, als dann beim Bosskampf blöd dazustehen. Bei einem Dungeon, wo man... wo es viel in der Luft ist, da weiß ich tatsächlich schon, wer der Bosskampf ist, durch etwaige Top 10 Listen und so. Ich gucke mir sowas immer ganz gerne an und dadurch wird man halt leider auch immer gespoilert. Und hier weiß ich es aber tatsächlich gar nicht. Am Ende ist es irgendwie der Yeti, der so crazy geworden ist, keine Ahnung. Also zuerst das Arschloch besiegen und dann die Truhe holen. Und die Bombe hatte bisher, ich sag doch Bombe. Die Kanone hatte bis jetzt auch noch nicht so den krassen Sinn gehabt. Wir können ja auch erstmal hier aufmachen. Oh, ja. Hätte es natürlich auch vorher wissen können, aber... Alter, das ist einfach mal eiskalt so ein Ding drunter. Aber gut. Aha. Aha. Ah. Okay, was für ein komischer Gegner. Auf jeden Fall kein schöner neuer Gegner. Ja, generell die Gegner aus dem Ice Dungeon. Ah, nee.
Die mag ich nicht so sehr. Und irgendwas sagt mir, wir sollten die Latanna besiegen. Weil das juckt die nicht so viel, dass wir sie nicht besiegen können. Und natürlich kommt jetzt ein scheiß Vogel. Und das haben wir natürlich auch super Timing hier angeschlagen. So, jetzt aber. Jawohl. So, wenn mich jetzt die Latanna. Und der Eisvogel. Boah. Jawohl. Hoho. Ihr könnt mich alle mal. Und ein Herzteil. Cool. Also haben wir tatsächlich alle hier schon aus dem Dungeon mitgenommen. Ach komm, wenn wir einmal hier sind. Ja, dann halt nicht. Ich wollte hier gerade meinen guten Willen zeigen und die Familie von Geistern befreien, aber wenn das nicht erwünscht ist, dann mache ich das auch nicht. Ich habe 20 Geisterseelen und ich werde bestimmt nicht diese crazy Motherfucker Challenge mit 60 Seelen machen. Wer dafür Zeit hat, Glückwunsch. Jetzt komm her, Mann. Okay. Der Morgenstern ist echt ein cooles Item auch aus Hyrule Warriors. Das muss man echt sagen, vor allem weil die dritte Waffenform davon ja ein Kettenhund ist. Ist echt ein cooles Easter Egg. In Link's Awakening zum Beispiel, da gab es ja auch Kettenhunde. Oh Gott, nein. Das Einzige, was halt cool ist, dass du die mit dem Teil hier instant töten kannst. Ah, hau ab. Boom. Yo. Geil. So. Und du noch. Boom. Ich sagte. Stop. Okay. So, dann machen wir hier mal noch einen Weg frei. Was ist das denn? Ach so. Ach so. Ich hab die Latanna gerade nicht so erkannt. Hier ist auch noch so ein Eisvogel. Ach. Du nervst. So. Eine Geisterseele. Die nerven dich Teile. Nee, aber echt. Und dann noch hier die über ganz Hyrule zu suchen und immer warten, bis es Nacht ist. Jetzt ist die Frage. Nach oben oder nach links? Ich denke fast. Nach oben oder nach rechts? Ich denke fast, rechts geht's weiter. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal einen Satz nach links. Ah. Es war auf jeden Fall in dem Sinne nicht schlecht, dass man sich hier eine Abkürzung erschaffen kann. Also ich denke, das war auf jeden Fall schon mal nicht der falsche Weg. Kann man hier rüber? Nee, das ist zu schmal, oder? Ach. Hier ist noch so Kette. Ach so, ja. Ah, ja. Stimmt, dafür muss man hier runter, aber dafür müsste doch eigentlich auch irgendwie darüber kommen. Naja. Wir gehen erstmal runter. So. Jetzt ist die Frage wieder. Wie schieben wir das Ding darauf? Bleibt das dann darauf stehen? Nö. Toll. Und hier das Ding, das können wir auch nicht bewegen, ne? Das dient ja auch so mit als Abkürzung. Ich
muss mich heute leider auch so ein bisschen kürzer fassen. Moment mal, ist hier noch so ein... ist da ein Stein drinne? Ah. Ja, okay, gut. Sonst wär's ja... Ich hab mich gerade schon gefragt. Aber um ehrlich zu sein... Der Stein hier... ist sogar in einer relativ guten Position. Das Problem ist halt nur, dass ich den hier jetzt nicht so leicht da reinkrieg. Naja, es bringt nicht viel, oder? Nee, leider nicht. Das bringt nicht viel. Aber ich kann ja jetzt den hinteren lösen. Ich schieb den mal hier hin. Der bleibt ja hier trotzdem stehen. Genau, und ja. Ja, hat diesmal sogar gar nicht lange gedauert. Ja, also so langsam. Ich und Zelda-Rätsel. Das wird schon. Das hat nur eine Weile gedauert. So. Und jetzt kommen wir da hoch. Oder eher gesagt, da rein. Hoch kommen wir sowieso. So. Aber wir kommen leider auch nicht zu der Tür dort. Ja, wobei... Ja, wobei... Kommen wir hier hoch? Nee. Ah. Schade, ich hätte gedacht, dass wir da drauf irgendwie könnten. Und dann wären wir bestimmt irgendwie hochgekommen. Oder kommen wir hier rüber hoch? Ah, schau mal. Kannst du da nicht hoch, Link? Ah, Flasche. So, na gut. Dann schauen wir halt später, wie wir an die Truhe dort rankommen. Ist jetzt erstmal nicht so von krasser Bedeutung. Die beiden Herzteile haben wir ja eh, also... Kann es sich entweder um Rubine handeln... oder... um einen Schlüssel. Und den... bekommen wir dann schon irgendwie. Wow. Ganz ruhig. Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal hier lang, ne? Das hat sogar ganz gut geklappt. Und hier ist doch tatsächlich schon wieder so ein Vieh, oder? Ja. Tatsächlich ist hier schon wieder so ein Vieh. Aber das hole ich mir jetzt einfach mal nicht. Wow. Wow, den einen hat sie tatsächlich schon sofort zerlegt. Und der andere, der braucht noch ein bisschen. So. Das war's auch für dich. Okay. Ah. Also, ja, okay, gut. Jetzt ist alles klar. Okay. Fünf Rubine. Wir haben zwar schon 100, aber nochmal wegen 5 Rubine extra ansagen, ne? So. Aber das sind echt nur Rubine. Aber okay, mir soll's egal sein. Wow. So. Und zwar... Ach nee, ist ein Schlüssel. Ja, dann ist es gut, dass wir den noch gefunden haben.
So, können wir uns. Vielleicht können wir uns jetzt hier irgendwie gleich rüberziehen. Dann dauert das Ganze nicht so lang. Ja, wobei. Ja, so geht's auch. So dauert's auch nicht so lang. Aber echt, es stehen überall Kanonen. Und so richtig brauchen tun wir die aber nicht. Ich finde das echt so ein bisschen komisch. Zwielichtig halt, ne? Versteht ihr? Twilight Princess und zwielichtig. Ja. Was ist eigentlich das hier für so ein Balken? Ach, ist einfach nur der Schornstein. Kann es sein, dass ich damals nicht in den mittleren Raum gegangen bin? Weil gerade so richtig weiterkommen ist eher nicht so. Oder war da ein Schlüssel dran? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, das war der Raum. Ja, da war tatsächlich ein Schlüssel. Ja gut, da kommen wir da jetzt natürlich rein. Wow! Ja, komm, ich hab dich doch getroffen. Du Assi. Ja, okay. Er ist tot. Das ist okay für mich. Ja, okay. Du. Ah, die Viecher nerven. Ja, jetzt kommt er hier auch mit seinem Eis. Du nervst. Bumm. Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst. Jo, cool. Ah, ich hasse diese Viecher. Nein, jetzt haut doch einfach ab. Nein, bitte haut doch ab. Ihr nervt. Merkt ihr das denn nicht? So. Und kann man sich jetzt hier eine Abkürzung erschaffen? Scheint fast so. Aber das bringt einem ja auch nichts. Naja, wie dem auch sei. Heute mal etwas kürzer. Danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge könnte es vielleicht sogar schon den Boss geben. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.